Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute möchte ich euch die Installation von OpenSense zeigen. Ich mache sie bei mir in meiner virtuellen Umgebung, aber sie ist selbstverständlich vergleichbar, wenn man es auf irgendeinem Intel NUC oder auf einem APU-Board installiert. Es ist genau derselbe Weg, es sind genau dieselben Informationen, die ich euch erzähle. Und genau, deswegen legen wir jetzt los. Ja, hier ist meine virtuelle Umgebung. Viele kennen meine Videos, Proxmox und Co. Wir sagen hier einfach mal Create virtuelle Maschine. Ich sage jetzt mal hier in 121 müsste noch frei sein. Ist nur der virtuelle Maschinen-ID. Hier gehen wir an OpenSense 1 einfach mal. Wir müssen das bei mir in meine Lab-Umgebung schieben und klicken auf Next. Wir wollen das installieren mit OpenSense 20.7. Das ist zumindest das, was ich jetzt aktuell runterladen konnte. Vermute trotzdem, dass es bestimmt schon welche Updates gibt. Das können wir alles hier auf Standard lassen mit dem System. Harddisk, 32 GB wird für das Betriebssystem locker reichen. Ich wähle hier Discard, damit untenrum die ganzen, wenn der irgendwelche Logdateien löscht beispielsweise, untenrum das auf die SSD nicht runtergeschrieben werden muss. Und ich gebe hier mir einfach mal das SSD-Emulation mit. Wer dazu mehr wissen möchte, einfach in meine Proxmox-Videos reinschauen, da wird einiges erklärt. Ja, ich gebe dem Ganzen hier mal 8 Kerne, damit es auch zügig runterläuft. Unter Type gebe ich ihm mal Host. Host ist dabei jetzt so ein bisschen wichtig, wenn wir mal über VPN hierbei reden, dann ist es ganz wichtig, dass man AES in der Maschine kann. Und hiermit aktiviere ich unten AES, Activate AES Instruction Set for Hardware Acceleration. Also jetzt die Kombi besagt für mich, er darf die CPU-Version von meinem Host, das ist hier eine Intel Xeon, die AESNI beherrscht, nutzen. Und gleichzeitig reiche ich ihm sozusagen das Fleck hier als virtuelle Maschine durch, dass er AES nutzen darf. Genau, deswegen die Setting. 2 Gig RAM sollten reichen, könnte ich auch jederzeit erweitern. Genau, jetzt kommen wir zum ersten Netzwerkinterface. Ich gehe jetzt hier natürlich in mein Labor. Und ich habe auch schon kann ich euch gerne auch gleich nochmal zeigen, wenn die Installation läuft, auf der OpenSense-Seite gesehen, dass OpenSense getestet ist mit den VirtIO-Treibern oder beziehungsweise Netzwerkkartenmodell oder Netzwerkkartenmodellreihe, ist damit supported bei den Intel-Modellen, die man hier auch wählen kann. Intel soll es wohl scheinbar auf irgendeine Art und Weise ein paar Probleme geben, ist aber offiziell supported VirtIO, auch von der Performance her, von OpenSense dies zu nutzen. Ja, wir drücken auf Next und starten die Maschine erstmals noch nicht. Sie wird jetzt gerade provisioniert, dürfte jetzt in wenigen Sekunden hier links oben bei uns auftauchen. Und dann können wir auch schon den nächsten Netzwerkadapter hinzufügen. Da haben wir es, Hardware, klicken wir auf Add, Netzwerkadapter. Ihr wisst, wir reden über eine Firewall, also die das Video schauen, wissen vielleicht auch schon so ein bisschen, worum es geht. Wir haben jetzt gerade eben ein Netzwerkinterface, nennen wir es einfach mal WAN-Interface. Und wir legen jetzt noch eins an, das nennen wir jetzt einfach mal LAN-Interface. Hat natürlich seinen Hintergrund, so eine Firewall muss irgendein Interface haben, wo die Scheiße reinkommt und irgendein Interface haben, wo die Scheiße auch wieder rausgeht. Beziehungsweise auch andersrum, wo das über die Scheiße reinkommt, auf der rechten Seite vom LAN und wo es dann irgendwie zum Internet gehen soll. Deswegen fügen wir direkt ein zweites Netzwerkinterface hinzu. Welches davon ist, ist in meiner Umgebung jetzt erstmal egal. Klar, in eurer Live-Umgebung muss das WAN-Interface schon zum Beispiel mit eurer Fritzbox oder mit eurem Speedport connected sein und das LAN irgendwie zum Beispiel mit eurem Switch oder sowas. Aber hier in unserem Falle hauen wir das jetzt alles in meine Lab-Umgebung rein und drücken einfach auf Start. Vorteil davon ist natürlich, ich kann mich direkt hier über meine VPN-Verbindung da rein verbinden. Ja, der normale Start. Ich habe jetzt einfach mal den Start-Prompt hier abgebrochen mit irgendeinem Klick auf die Tastatur. So sieht es natürlich auch aus, wenn ihr es zu Hause macht mit CD anlegen, USB-Stick, was auch immer. Ich habe hier gar nicht so viele Ausfallmöglichkeiten bei anderen Firewalls, was ich demnächst dann jetzt in dem nächsten oder übernächsten Video vergleichen werde. Bei der PFSense kann ich direkt hier auch auswählen, Live-Mode oder nicht Live-Mode. Hierbei kann ich jetzt eigentlich nur sagen Boot Multi-User oder Boot Single-User. Ich will das Ganze aber installieren und das geht, glaube ich, nur über die Option 1. Deswegen, ich drücke hier auf 1 und dann bootet die OpenSense ins Live-System rein. Ihr seht, ich hatte hier noch gar nicht überhaupt die Möglichkeit überhaupt gehabt,
zu sagen, ich will das Ganze jetzt installieren, denn bei OpenSense ist es so, wenn man von dem ISO-File, in dem Falle hier, von dem ISO-File bootet, bootet die PFSense, wollte ich gerade schon sagen, die OpenSense erstmal ins Live-System rein. Also man kann die wohl als Live-Firewall auch benutzen, also wirklich hochfahren, konfigurieren, nutzen, runterfahren, fertig, ist die Sache wieder erledigt. Könnte man scheinbar hiermit machen. Das kann die PFSense nicht. Aber wenn man installiert, muss man ins Live-System und dann gleich beim Login-Prompt, das findet man auch in der Dokumentation, ich muss jetzt einmal wieder hier abbrechen, findet man in der Dokumentation, dass man das Ganze in der Live-CD oder Live-ISO starten muss und da sich dann einloggen muss mit dem Benutzer-Account Installer. Sehen wir aber gleich. Was habe ich jetzt gerade hier abgebrochen? Er hat hier gefragt, press any key to start the manual interface assignment. Solltet ihr tun, da ihr ja wisst, welche Interfaces sind denn bei mir wo konfiguriert. Euer WAN-Interface müsst ihr natürlich jetzt hier aufs richtige Interface packen. Üblicherweise ist meistens euer LAN-Interface irgendwas. Das erste hier, VTNet 0 oder VTNet 1, die können natürlich bei euch auch anders heißen mit, was weiß ich, IF0 oder sowas. Es kommt natürlich immer auf euren Hardware-Adapter an. In dem Falle jetzt Virt.io bei mir. Genau, habe ich irgendwelche WLANs? In meinem Falle habe ich keine WLANs. Lassen wir so. Enter the WAN Interface. Jetzt fragt er mich schon wirklich nach dem Namen von meinem Interface und ich wähle jetzt hier VTNet 0 aus. Ihr müsst natürlich in eurem Fall das richtige Interface bei euch auswählen. Das tun wir. The LAN Interface Name for... Enter the LAN Interface Name or A for Auto Detection. Nein, ich gebe lieber ein VTNet 1. Und jetzt weiß er auch, dass das LAN-Interface VTNet 1 ist. Jetzt fragt er mich noch, hast du noch eins irgendwie für mein Optional-Interface? Nein, habe ich nicht, deswegen lasse ich es frei. The interface will be assigned as follows. WAN ist VTNet 0 und LAN ist VTNet 1. Möchte ich fortfahren? Liebend gerne, englische Tastatur. Und jetzt bootet er auch hoch. Warum ist das am Anfang so ein bisschen wichtig? Also wenn man draufkommen will, das ist ein versteckter kleiner Hinweis jetzt schon mal von mir. Ich bin auch drüber gestolpert. Wenn man draufkommen will, geht es bei der OpenSense, ich habe mich auch, wie gesagt, noch nicht ganz so viel mit beschäftigt, geht es aber bei der OpenSense nur übers LAN-Interface. Selbst wenn ich das freigeschaltet habe auf dem WAN-Interface, kam ich jetzt erstmal nicht dran. Aber ganz ehrlich, werden wir mit Sicherheit auch so hinkriegen, dass man übers WAN-Interface rankommt. Gut, und hier steht schon, Welcome, OpenSense is running in live mode from install media. Please log in root to continue in live mode or as installer to start the installation. Also, wir sollen uns jetzt hier ganz normal einloggen mit dem Benutzer-Account installer. Boom. Password ist OpenSense, open ohne E, ne? Und dann ist man sozusagen im Installationsmodus von OpenSense. Ja, haben wir alles gelesen, bestätigen wir. Wir bestätigen auch die Settings, können aber hier noch gerne das Keymap ändern. Also die sozusagen die deutsche Tastatur einstellen, mache ich eigentlich ganz gerne. Ich wähle hier einfach DEKBD und ich akzeptiere diese Settings. So, ich habe es schon mal zweimal gemacht. Ich habe mich mal versucht an der manuellen Installation, aber da geht ja wirklich so weit und will die Partitionsgröße auf Blockebene auf eurer Festplatte haben. Total kompliziert, braucht ihr nicht machen. Lasst dieses Guided Installation und dann ist gut. Ja, hier fragt er mich jetzt einfach nur nach meiner Festplatte. Wir haben vorhin provisioniert gehabt, 32 GB. Die finden wir jetzt gerade hier wieder. Die wählen wir aus. Wir lassen den UEFI-Mode drin. Continuous Recommended Partition of Swap Size, 4 Gig. 4 Gig Swap Size ist in Ordnung. Ich weiß nicht, was alles so eine Firewall, die kann schon sein, dass die mal swappt. Aber 4 Gig ist in Ordnung. Kannst du gerne tun. Ja, und jetzt fängt er schon an, die ganzen Dateien von A nach B, also von meinem ISO-Installer oder von meiner ISO, quasi auf mein lokales oder auf die lokale Festplatte zu kopieren. Hier mache ich einen kurzen Cut. Wir sehen uns wieder, wenn der Kopiervorgang hier fertig ist. So, der Kopiervorgang ist fertig. Hat jetzt gedauert vielleicht noch eine Minute bei mir hier. Jetzt fragt er mich direkt schon nach meinem Root-Passwort. Das definiere ich natürlich jetzt hier. Natürlich, ihr solltet es so sicher wie möglich wählen. Und dann sage ich Accept und Set Password. Ja, Reboot. In meinem Falle gehe ich jetzt einfach hier über Hardware hin und entferne über CD, DVD einfach mal die ISO. Ich gehe zurück zur Konsole. Und dann wird er jetzt gleich auch schon ganz normal rebooten und in das System reinstarten.
Ich zeige euch dann auf jeden Fall jetzt gleich noch, dass ich nochmal mein Netzwerkinterface, das LAN-Interface, umkonfigurieren muss, um dann auch final im Endeffekt auf die Benutzeroberfläche draufzukommen, weil, wie gesagt, meine Erfahrung ist, von dem Standard her, von dem Standard-Settings von OpenSense kommt man erstmal nur übers LAN-Interface, was ja auch in Ordnung ist, da drauf. Aber ihr seht ja auch, in meinem Falle hat er jetzt fürs LAN-Interface irgendwelche Settings genommen. Da zeige ich euch nämlich jetzt ganz gerne einfach, wie man das Ganze unkonfiguriert. Hier sieht man es, das LAN-Interface VTNet 1 hat er nämlich irgendwie 192.168 1.1 genommen. In meiner Umgebung seht ihr hier unten das WAN-Interface, das hat sich via DHCP eine 10.1.0.20 geholt, was für meine Laborumgebung auch richtig ist. Deswegen werde ich jetzt das LAN-Interface einmal umkonfigurieren. Also, wir loggen uns ein. Wir haben ja gerade definiert von Root das Passwort während unserer Installation. Und damit kommen wir dann in die Optionen hier rein. Assign Interfaces haben wir vorhin gemacht, brauchen wir nicht mehr tun. Aber hier Punkt 2, Set Interface IP Address, wähle ich also Punkt Nummer 2 aus. Ich möchte ganz gerne im 1 mein LAN Interface ändern. Und jetzt fragt er mich, Configure IPv4 LAN Adresse via DHCP. Nein. Ich möchte es einmal per Hand machen. Jetzt fragt er mich nach der IP-Adresse. Ich wähle hier die 10.1.0.21. Das wird wahrscheinlich die nächste freie sein bei mir hier. Er hätte gerne New LAN IPv4 Subnet Bit Count. Ihr bekommt hier sogar eine Erklärung hier oben drüber. In meinem Falle ist das ein 24er-Netz, also der Präfix meines Netzes, meinen Subnet-Mask, ist 255.255.255.0. Also somit lautet der Präfix /24. In meinem Falle also 24. For LAN, was? For WAN, enter new LAN IP upstream. Ne, brauchen wir nicht. For LAN, press enter for NAN. Nein, wir wollen kein Upstream Gateway. Es ist einfach nur unser Netz in dem Falle. Ich hoffe, wir kommen dran. Werden wir gleich sehen. Nein, ich möchte keinen IPv6. Nein, ich möchte auch keinen DHCP auf IPv6. Und ich möchte auch nichts Neues da haben. Do you want enable DHCP Server on LAN? Nein, will ich jetzt gerade auch nicht. Do you want revert HTTP? Und nein, will ich jetzt gerade auch nicht. Das ist einfach nur, ob er jetzt revertet, wenn ich auf HTTP zugreife, ob er dann mich revertet auf HTTPS. So, hier oben steht es jetzt, HTTPS 10.1.0.21 ist in dem Fall jetzt meine LAN-IP-Adresse. Schauen wir mal, dass wir rankommen. HTTPS 10.1.0.21 und gib ihm. Wir sehen, natürlich, wir bekommen erstmal ein ungültiges Zertifikat. Und wir akzeptieren das Ganze und wir stehen in der Login-Oberfläche von OpenSense. Wenn der Benutzer root mit unserem bei der Installation gewählten Passwort. Und wir sind soweit fertig. Jetzt sagt er hier noch, one moment while we start the initial setup. So schnell konnte ich nicht vorlesen. Ist aber teilweise Humbug, was er jetzt hier tut. Da wir das Ganze eigentlich schon teilweise angegeben haben. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Hostname OpenSense ist okay, Domain Name, Local Domain ist für uns momentan völlig in Ordnung. Primary DNS Server, ich gebe da ganz gerne den vierfachen 1 ein von Cloudflare. Ansonsten alle anderen Settings können wir erstmal lassen. Time Server können wir auch erstmal lassen, wir können die gerne von OpenSense nehmen. Wir hier wählen natürlich für die Time Zone Europe Berlin. Dann fragt er mich hier nach dem WAN-Interface. Klar, da müsste man natürlich irgendwie eine feste IP-Adresse setzen bei sich zu Hause. Da muss man sich einmal seine Gedanken machen. Wir lassen das Ganze jetzt einfach hier auf DHCP so stehen. LAN-IP-Adresse ist 10.1.0.21, haben wir vorhin gesetzt. Wir drücken auf Next. Set Root-Passwort. Genau, leave empty to keep current one. Also ja, wir lassen es leer. Wir wollen unser jetziges Passwort behalten. Klick Reload to apply the changes. So, the reload is now in progress, the wizard will redirect you to the dashboard. Wanze ist fertig, also hat er das gerade gesagt, er hat uns jetzt gerade zum Dashboard zurückgeschickt, weil das Reloaden der Konfiguration ist fertig. Genau, wir klicken einmal wirklich auf Dashboard, damit wir was sehen und wir sehen, wir sind eingeloggt und wir sind sozusagen auch betriebsbereit. Das soll es jetzt zur Installation gewesen sein. Ihr seht, OpenSense-Installation ist genauso einfach wie die Installation von der PFSense. Im nächsten Video möchte ich euch auf jeden Fall zeigen, wie man das Ganze noch ein bisschen weiter konfiguriert und wo man etwas findet. Und danach gehe ich einmal darauf ein oder dann zeige ich euch einmal den Unterschied zwischen PFSense und
OpenSense. Also das ist das übernächste Video nach dem hier. Weil ich persönlich, ich kann gerne das schon mal als Teaser geben, sag ganz klar, von der Übersichtlichkeit vielleicht auch, oder ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, von den Features her ist die PFSense dann doch deutlich, ja, mächtiger als hier OpenSense. Ich finde, es ist hier teilweise ein bisschen unübersichtlich und nicht so, ja, direkt aufschlussreich wie bei der PFSense. Aber das Ganze sehen wir dann einfach in dem Video OpenSense versus PFSense. Genau. Bis dahin, wie immer, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Ciao!